Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Schiss seid. Ja, ihr seht mich live in Farbe. Die letzten Videos waren nicht mit Kamera gewesen, aber hier, ich bin mit Kamera zu sehen. Ich bin mich gerade hier live auf Twitch. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam hier gerade live on air sozusagen die neuen beiden Sims-Sets an. Einmal das Gothic-Set und einmal das Burgen-Set. Und schauen uns das mal gemeinsam an. Und ich habe schon so eine leichte Tendenz, wie meine Meinung dazu sein wird. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. So, hier sind wir auch schon. Willkommen bei die Sims 4 Burgen- und Schlösser-Set. Baue etwas Grandioses, lass dich von den Erhabenheit einer Burg inspirieren und baue mit gotischen Bögen, kunstverzierten Fenstern, Treppen, atemberaubende Steinmetzarbeiten und einem großen Tor mit Fallgitter. Auf die Würde kommt es an. Ein Klassiker zum Verlieben. Rüstungen, Buntglas, Schießscharten und ein Wasserspeier zählen zu den klassischen Details, die ihren Anwesen zu etwas ganz Besonderem machen. Ja, mal gucken, ob es das auch macht, ne? Schauen wir mal. Und dann haben wir hier dunkel und individuell. Vielseitigkeit muss nicht immer bunt sein. Manchmal geht es auch um Texturen und Verzierungen. Setze also mit Netzstoff, Gürteln, Schnallen, Bändern und Körpergurten Akzente. Deine Sims leben ihre dunklen Seite mit Plateauschuhen und Silhouetten aus, die perfekte für den Alltag, Partys und jede andere Situation geeignet sind, in denen sie auffallen wollen. Let's go. Wir werden mal hier unseren Spielstand laden, den ich immer lade, wenn ich hier Projekte am Stissel habe. Machen wir einfach mal die hier und schauen einfach mal uns die Sets hier ein bisschen genauer an. So, dafür werden wir mal wie immer nach Newcrest gehen. Newcrest, eine Newcrest gehen. So, haben wir irgendwo ein freies Grundstück? Haben wir hier was? Da ist unser Pflanzensim. Ist hier jemand drauf? Ja, gehen wir einfach hier rauf. Let's go! Was wollen wir uns zuerst angucken? Baumodus? Wir gucken uns erst den Baumodus an, oder? Gucken wir uns erst den Baumodus an, beziehungsweise das Burgen-Set und schauen dann uns das Ganze mal hier ein bisschen genauer an. So. Weg mit der Viecher, weg mit der Viecher, weg mit der Viecher. So. Der Baumodus, ab dafür. So, wir haben hier tatsächlich, gehen wir mal hier rauf, alles Neue, wir machen mal alles neu anzeigen, alles anzeigen und dann hier unter Sets können wir zum Glück alles jetzt mittlerweile googeln, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist alles, was der uns anzeigt in den Sets? No way, oder? Hä? Alles anzeigen bitte. Das ist doch ein Baumodus-Set, oder? Oder bin ich jetzt vollkommen lost? Vita, ich lese deins gleich vor. Ich bin hier gerade nämlich in der Aufnahme drin, ne? Deswegen nicht wundern. So, wir ziehen einfach mal eine Wand. So, wir haben hier neue Wände. Alle Anzeigen. So, das ist hier die neue Steinwand, die wir drin haben. Die haben wir in verschiedenen Farben. Oh, wir haben sehr viele Farbswatches, tatsächlich. Sehr viele. Wir gucken uns mal hier viele an. Oh, sogar mit Dreck. Okay. Okay. Mann! Hallo, könntest du mal hier nehmen? Dankeschön. Was dachtest du? So dachte ich das zumindest. Hä? Nee, ich bin nur gerade in der Aufnahme wieder, deswegen das lade ich hier gleich auf YouTube vor, hoch. Das ist jetzt hier nur gerade eine Ausnahme, weil wir hier uns jetzt gerade das neue Set angucken. Sonst lese ich es natürlich selbstverständlich vor. Also hier sind die neuen, ich versuche mal hier alle zu platzieren. Also ich muss sagen, ich bin erstaunt von den, tatsächlich von den Farbvarianten, die wir haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Swatches drin haben. Muss ich gestehen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich, abgesehen von den Farben, dass ich persönlich finde, dass es hier nichts Neues ist. Ich finde, wir haben sowas Ähnliches schon.
Wir haben sowas schon, ich glaube, mit Unikames. Ja, sie sehen gut aus. Sie haben verschiedene Farbvarianten, auch mit den dunklen. Ich mag das hier mit dem Grün tatsächlich sehr. Ist sehr rapunzelartig, aber für mich ist es jetzt nichts, wo ich sage, okay, Gott, wow, damit habe ich jetzt, hat sich jetzt mein kompletter Spielspaß komplett um 150.000 Grad gedreht. Bin ich ganz ehrlich zu euch, finde ich jetzt nicht so, ja, finde ich jetzt nicht so der Knaller. Wir haben jetzt hier verschiedene Säulen tatsächlich auch. Säulen sind ja immer noch, ich platziere jetzt hier mal einfach mal ein paar, dann werden wir uns gleich die ganzen Farben angucken. So. Die Säulen sehen so an sich schon ganz nice aus. Dann gucken wir uns mal hier die Swatches auch an, ob sie passend sind zu den Wänden. Wir haben hier auch viele, viele Varianten, was ich gut finde tatsächlich. Es ist wirklich nice, dass wir hier viele wirklich Farbvarianten haben, die auch passend sind zu den jeweiligen Wänden. Ja, ist halt eine Steinsäule, finde ich jetzt. Ja, ist eine Steinsäule. Ne? Wir haben Zäune auf jeden Fall. Ihr merkt schon, ich bin super begeistert. Wir haben Zäune. Zwei Stück haben wir. Wir gucken uns. Oh, das sieht schon mal ein bisschen burgisch aus. Das kann man mal so appreciaten. Das ist schon mal burgisch. Burgisch auf jeden Fall. Kann man so sagen. Wir werden bestimmt auch verschiedene Farbvarianten dazu haben. Tatsächlich, ja. Hier auch passend so, wie das dort oben denn ist. Finde ich gut. Hallo. Können wir hier das bitte ersetzen? So. Haben wir das nochmal so in so einer Farbvariante. Dann haben wir. Also wie quasi die Säulen hinten ist genau das gleiche. Da bin ich erstaunt, dass sie. Obwohl hier haben wir das mit dem Grün. Das gefällt mir sehr gut. Besser. Das haben wir hier bei denen, glaube ich, gar nicht. Bei den Steinsäulen. Das mit dem Grün. Also dass das passend ist. Aber dafür haben wir so diesen dreckigen Use-Look wieder. Ja, passt. Kann man eine schöne alte Burg auf jeden Fall bauen. Wir haben eine Steintreppe dazu neu bekommen. Mal gucken, wie die wirkt. Ja, finde ich persönlich jetzt auch nicht so aufregend. Wir machen sie mal größer und gucken mal, ob wir sie in verschiedenen Farbvarianten uns anzeigen lassen können. Ja, das stimmt. Das kann man wirklich sagen. Es wird ja auch gerade hier bei mir im Chat geschrieben. Es sind tatsächlich auch die gleichen Farbswatches. Kann man nicht anders sagen. Wir halten uns mal hier so ein bisschen an diesen rötlichen Ton hier. Ja, aber ich finde es jetzt auch nicht, wo ich sage, wow, ist super duper. Liegt mir der Schlüpper in die Ecke. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben dazu die passenden Gelanden oder Geländer natürlich hier auch. Ja, ist okay. Ist okay, finde ich tatsächlich. Sondern wir Spandrillen, die haben wir natürlich auch, die dürfen nicht fehlen. Spandrillis, wie sehen sie hier aus? So sehen die Spandrillis aus. Ja, ist halt sehr verschnörkelt. Na, hier haben wir wieder diesen Grünton mit drin. Das gefällt mir sehr gut tatsächlich. Ich mag aber auch gerade hier diesen, so diesen etwas rostigen, abgeranzten Look. Gefällt mir auch sehr gut. Machen wir die Wände hier wieder hin. So, damit wir die Wände auch haben. Ja, dann haben wir tatsächlich einen neuen Boden. Neuen Boden, den gucken wir uns natürlich auch an. Hier ist er. Einmal so. Oh, guck mal, hier haben wir den auch mit so. Oh, das ist schön. Das ist ein schöner Boden. Der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Doch, muss ich sagen. Wir machen mal hier dieses Gitter weg. Suchen mal hier so ein bisschen das Dreckige raus. Denn hier machen wir mal ein bisschen hell. So. Der grüne Boden, muss ich sagen, tatsächlich schön. Schön, schön, schön. Auch hier finde ich auch hübsch. Ja, finde ich gut. Kann man auch gut für Einfahrten benutzen. Jetzt nicht nur alles, ne, so wie wir es kennen, aber kann man gut mitarbeiten, würde ich sagen. Gefällt mir. Der ist hübsch, der Boden. Doch, da sage ich Chapeau. Machen wir das mal hier weg. Der ist hübsch. Der ist wirklich pretty. Glaube ich auch, dass der hier sehr gut ankommt, wenn man so verwunschene Sachen baut, so wie hier dieser Boden. Gefällt mir. Was haben wir hier Schönes? Dazu bräuchten wir jetzt mal. Wartet mal, wir ziehen mal ganz kurz einen Raumsi. Einen Raumsi ziehen wir mal. So. So. Dann machen wir mal die Wände hier hoch.
zap, 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 ziehen das Ganze mal nach oben. So, und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Ja, wird auch passend zu dem Ding sein, weil es nicht hier so... Ich habe schon gedacht, dass jetzt hier nichts Aufregendes sein wird. Von daher, ja. Dann gucken wir uns mal hier. Wir haben ja tatsächlich auch neue neue Fenster. So, wir machen nochmal größer. So. Fenster und Türen fehlen tatsächlich noch. So. Hallo Apollo, schön, dass du da bist. Hallihallo. Das sind die neuen Fenster hier. Wenn wir jetzt mal hier nach dem Bogenset das Ganze filtern, gucken sie uns mal an. So. Und so. Das Ganze haben wir dann auch nochmal in einer größeren Variante. Die Fenster sind cute, sagst du? Weiß ich nicht. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, haben wir auch noch eine größere? Oh, wir haben sogar auch ganz groß. Krass. Gucken wir uns das mal an. Die ganz großen. Die ganz großen Soßen hier. Let's go. Können wir hier das Ganze runterziehen, bitte? Danke. So und so. Und warum kann ich das jetzt hier nicht ranziehen? Doch jetzt. Perfekt. Dann haben wir hier ein ganz großes Burgfenster. Das sieht so aus, ein bisschen Kathedralen-Style. Jetzt ist natürlich interessant, ob man die auch benutzen kann, wenn man runde Wände hat und so. Finde ich vom Style her ja, aber ich glaube, sowas Ähnliches haben wir auch schon, oder? Oh, guck mal, hier haben wir sowas mit drin. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Buntglas vorgestellt. Also die beiden Varianten als Buntglas finde ich persönlich schwach. Hätte ich mir tatsächlich mehr vorgestellt. Sonst haben wir wieder die ganzen Farbswatches, die wir auch bei den Wänden und bei dem Boden und so weiter haben. Also so, dass es passend zu den jeweiligen Stil ist. Ja. 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 Ist okay. Actually, ist wirklich okay. Aber, ja, ich weiß nicht. Hier haben wir eine Tür, das ist die einzige Tür, oder? Hier haben wir eine Tür mit Dings. Ah, hier haben wir noch zwei Türen, die mache ich mal hier hin. Die sind tatsächlich ganz schön. Auch der Bogen ist ganz schön, den mag ich. Aber sowas Ähnliches, glaube ich, haben wir auch schon. Oha, wir haben sogar noch mal eine Nummer größer. Okay, bei den Türen haben sie nicht gegeizt, das kann man definitiv so sagen. Sonst sind ja die Türen immer sehr mau. Aber hier haben wir sowas mit so einem Gittern da dran und... Kann ich das ein bisschen größer ziehen? Danke. Und dann können wir den nämlich auch noch ranmachen. So. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Passt halt eben, hätte es mehr sein können mit dem Buntglas, oder? Finde ich sie echt nice. Ja, muss aber natürlich auch zu dem passenden Stil passen, ne? Also hier haben wir auch wieder die ganzen Swatches. Ich glaube, es ist eine gute Erweiterung, glaube ich, für das Vampir-Set. Wenn man ein bisschen in diesem Bogenstil das sehr, 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 sehr gerne baut. Finde ich das eigentlich ganz hübsch. Ja, doch. Könnte man, glaube ich, einiges draus machen. Und dann hatten wir ja tatsächlich hier noch diese Sachen, dass du hier die Sachen hier verzieren kannst. Einmal so. Haben wir die auch in verschiedenen Farben? Ja, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich klatsche hier mal einfach ein paar ran. So, so, so. So, so, so. Easy. Und dann haben wir hier ein paar solche Dinger hier. Haben die verschiedene Muster wenigstens oder ist das alles das Gleiche? Nee, ich glaube, die haben verschiedene... Ja, die haben auch hier sowas hier. Aber ja, ist jetzt auch... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch, weil ich vom Anfang an... Es wurde ja gestern oder vorgestern schon geleakt. Da hat man die Sachen ja schon gesehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe zu zeigen. Aber, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir durch dieses Burgenset ein bisschen mehr erhofft. Ich finde tatsächlich, es ist vieles, vieles, vieles abgeguckt von dem, was wir schon haben. Ich meine, alleine wenn wir uns die Steinwände angucken, wenn ich hier in Stein reingehe, es ist halt vieles gleich. Wir haben sowas Ähnliches, guck mal, schon in Landhausleben haben wir sowas. Dann haben wir sowas aus dem Highschool-Jahre-Pack. Ich finde, es ist für mich nichts
Individuelles. Das ist für mich jetzt nicht, was ich sage, oh mein Gott, brauche ich jetzt unbedingt. Du kannst auch aus diesen Dingern wunderschön eine Burg bauen. Ich bin der Meinung, wir haben genügend Steinwände, die, ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu kritisch, weiß ich nicht. Ich finde hier das mit dem Grün finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Ich finde es auch schön, dass wir so ein bisschen dieses Abgeranzte drin haben. Aber für mich ist es, ja, ich finde es schwierig. Ganz schwierig finde ich das. Ich finde es halt nichts, was mich hier komplett vom Sockel haut. Weil guck mal, wir könnten hier auch aus Strangerville kannst du auch wunderbare Burgen machen. Es ist jetzt klar, habe ich jetzt hier so ein bisschen mit Stein und Stuck dran und so ein Gedöns. Aber trotzdem sind diese Formen und diese Sachen, die uns hier präsentiert werden oder hier mit dem Ding, da habe ich sogar mehr Buntglas-Varianten als jetzt hier in diesem Set. Also von dem Buntglas bin ich super enttäuscht. Das hätte ich nicht gedacht. Das finde ich sehr mau, dass ich zwei verschiedene Buntglas-Sachen habe. Weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ist. Ja. Letztendlich muss es jeder selber wissen. Wir können ja mal testen, ob wir die Fenster hier in die Rundungen mit reinmachen können. Da war ich auch sehr gespannt drauf. Ob es das gibt, das habe ich auch online gelesen gehabt, dass einige sich das gefragt haben, ob das machbar sein wird, wenn ich jetzt diese hübschen neuen Fenster finden würde. Gehen wir mal. Nee. Nee, gibt's nicht. Also geht nicht mal für Rundungen. Du kannst nicht mal. Wie dumm ist das denn, Leute? Also jetzt mal ernsthaft, EA. Wir machen. Ihr bringt ein Burgenset raus. Und eine Burg besteht hauptsächlich meines Erachtens aus Türmen. Ich habe Türme, die in der Regel eigentlich rund sind. Ja? Und dann kann ich nicht mal Fenster in die Rundungen reinmachen. Also ja, hier kann ich das machen. Aber come on, EA. Also ernsthaft. Real Talk. Also das ist das einzige Fenster, was man machen kann. Sonst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Achso, wir haben ein neues Dach haben wir auch noch bekommen, oder? Kann es das sein, dass wir ein neues Dach bekommen haben? Ich glaube, haben wir eine neue Dachschindel hier oben bekommen als Dings. Damit haben die doch auch, oder? Nee, nicht mal einen neuen Dach. Schornstein haben wir auch nichts Neues bekommen. Hier auch nicht, hier auch nicht. Ah, doch, hier haben wir sowas Neues bekommen. Wo war das jetzt gerade? Hier? Kann ich das hier irgendwo ransetzen? Ja. Hier kann ich das ransetzen. Ja, passt eben zum Stil. Ja, ich. Ist schwierig. Super schwierig. Wir haben nicht mal Deko oder sowas bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben nichts. Also mir hätte so ein bisschen. Die Einrichtung fehlt mir da so ein bisschen. Die, alles, was so burgmäßig so ist. Klar, es ist süß ja auch mit dem Grün und so weiter. Und auch hier mit diesem Abgeranzten kann man bestimmt super tolle Burgen und so weiter bauen. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das Set holt für sich. Ich finde, das Set ist eine 5 von 10. Ich finde, da hätte man viel, 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 viel mehr machen können. Ich bin super enttäuscht, was das Buntglas angeht. Die Farbvarianten sind das Einzige tatsächlich, was es raushaut für mich. Aber die Steintapeten und auch die Türen und so weiter und so fort, das sind für mich Sachen, die wir so in der Art schon in-game haben. Guckt mal hier zum Beispiel sowas hier, wenn ich hier jetzt, das ist zwar jetzt nicht exactly genau das gleiche, wie mit dem Burg ist, weil das schon so ein bisschen in dem Thema ist, aber guck mal, wir haben hier eine Steindings und das kann man auch super gut als Dings nehmen. Dann haben wir hier, wenn ich mir diesen Rundbogen hier hinten angucke, sowas haben wir schon, sowas ähnliches. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist jetzt für mich nichts Neuartiges, wo ich sage so, oh mein Gott, unbedingt. Das sind so Sachen, ne? Also, weiß ich halt nicht, weiß ich halt nicht. Damit kann man zum Beispiel auch super gut eine Burg bauen, mit diesem Element aus Werwölfe. Also, ja, ich find's 5 von 10. Mutti, kannst du mal einen Text oben ranpinnen, dass, wenn ich gerade nicht so richtig auf den Chat eingehe, dass ich gerade das Set vorstelle und gerade eine Aufnahme mache für YouTube? Guck mal, das könnte man auch gut als Bogendingsbums nehmen, weil das gut, ne, auch so abgefuckt ist. Also, ja.
Ist halt gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Aber schauen wir uns mal meines Erachtens das schlechtere Set von den beiden an, von den Leaks, die man gesehen hat. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen schwierig, aber wir gucken uns einfach mal. Ja, das Gothic-Set an. Und schauen einfach mal, was uns da so alles Schönes erwartet. So, wir haben ja hier unsere beiden Lieblings-Sims, die uns ja schon des Öfteren begleiten, wenn wir uns Sachen anschauen. Ich schaue mir mal hier kurz den Sheet an. So, wir gehen mal. Ach so, ich bin ja auch ganz schlaui. Wir haben ja gar nicht. Ich habe ja alle Mods rausgenommen, ich Idiot. Wie mache ich denn das, wenn ich Outfits? Kann ich Outfit ändern? Kann ich hier das selber machen? Nee, ne? Geht nicht, oder? Okay, Leute, wir machen ganz kurz mal so. Ich schmeiß mal ganz kurz meine Mods wieder rein und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze einfach mal mit dem NCC auch an. Ja, aber wie gesagt, ich bin von dem Burgenset. Ich finde es tatsächlich von den beiden Sets, was man bis jetzt schon gesehen hat, das bessere Set. Ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt mir beide Sets kaufe, vor allen Dingen das Gothic-Set, weil ich sagen muss, ja, ist schon frech von EA, sowas zu veröffentlichen, bin ich der Meinung. Aber schauen wir uns das einfach gleich, gleich mal in Ruhe an und ja, ich bin gespannt, wie ihr das letztendlich sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr beide Sets findet. Ob ihr sagt, oh mein Gott, Chris, du hast eine vollkommen falsche Wahrnehmung. Oder ihr sagt so, oh mein Gott, ich feiere das Gothic-Set so sehr. Ich liebe es wie die, weiß ich nicht, wie die Kirsche auf meiner Sahnetorte oder sonst irgendwas. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und Reaktionen darauf. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen, kleiner Sneak Peek unter den ganzen Reaktionen oder beziehungsweise die Leaks, die gestern ja schon rauskamen. So einen kleinen Anflug von Shitstorm gesehen. Hallo Max, schön, dass du da bist. Und ja, mal schauen. Also man merkt auch gleich den Unterschied, wenn man hier in Sims wieder reingeht, ne, mit Mods. Es dauert einfach ein bisschen länger, wenn wir laden wollen. Wir können eigentlich auch ein neues Spiel eigentlich machen. Wir gucken uns ja jetzt den Cast an, oder? Let's go. Wir gucken uns einfach den Cast an. Wir laden uns jetzt hier in Sims runter und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Weg damit. Nein, danke. Ich habe ja ein paar zum Glück in der Gallery. Meine eigene Galerie. Schauen wir uns mal hier ein Boy an. Ab dafür. Verbinden. So, gucken wir uns den einfach mal an. Den machen wir mal hier weg. Husch. Und dann setzen wir ihm noch eine charmante Dame an die Seite. Nehmen wir sie hier. Die gute Claire. Easy. Verbinden. Und dann schauen wir uns die Sachen mal an. So, wir fangen mit den Männern an, würde ich sagen. Wir machen ihn mal hier nuggelig. Das Gute ist, wir können ja mittlerweile nach Sets filtern. Das ist schon mal großartig. Props. Props. Props, Props, Props. So, gucken wir uns doch mal hier die Sets an, was wir Neues reinbekommen haben. Du, 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 du. So, das Gothic Style Set. Ja, ich glaube, so eine ähnliche Jacke haben wir schon drin in dem Spiel. Ich finde, die Details, muss man sagen, ja, sind okay. Ich mag die Farbe tatsächlich sehr, aber Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Petrol mag als Farbe. Aber es ist für mich jetzt nicht, wo ich sage, so, oh mein Gott, weil wir sowas Ähnliches schon drin haben. Wir haben sowas Ähnliches einfach schon drin. Das ist jetzt für mich nicht, wo ich sage, let's go. Bin ich ehrlich? Bin ich ehrlich? So, dann haben wir dieses T-Shirt. Ja, ist jetzt nicht mein Style. Ob es jetzt Gothic ist, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben ja auch wieder die verschiedenen Varianten. Ja, das ist schon. Okay, das ist actually ganz cool mit den Rissen. Gebe ich zu. Aber. Weiß nicht.
Ich weiß nicht, es könnte auch so ein bisschen Mischmasch aus dem Star Wars-Set sein, um ehrlich zu sein, oder aus dem Werwolf-Set hätte das auch alles reingepasst. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Also die Details, die sind gut. Also hier auch hier hinten mit der Jacke, das gefällt mir. Also das muss ich wirklich sagen, das sieht wirklich gut aus hier hinten. So, was haben wir hier noch, so was Schönes? Hier haben wir so eine. Aber sowas Ähnliches haben wir auch drin. So was gab es auch, so was Ähnliches mit Werwolf, so eine Weste, oder? Ich weiß nicht. Ich finde das alles so. Okay, das ist actually cool. Das ist cool. Mit der Kapuze, das gefällt mir. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, nice. Also, ich finde es aber jetzt auch nicht teilweise Gothic-mäßig. Also, das hier würde ich gar nicht als Gothic sehen. Ich bin kein Goth oder so, um Gottes Willen, bitte verurteilt mich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass, ja. Also, das verstehe ich nicht unter Goth. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist dann schon eher so schwarz oder so. Ich weiß, dass sie bunte Haare haben. Nee, das ist wieder Punk, oder? Das ist wieder Punk, oder? So, hier haben wir nichts Neues bekommen, so wie es aussieht. Hautfarben haben wir auch nichts Neues bekommen. So, vorgefertigte Looks haben wir. Okay. Ja. Gut. Ja, wir nehmen mal den hier. Da haben wir auch neue Schminke drin. Ja. Aber ich bin der Meinung, dieses Outfit, Leute, das erinnert mich an irgendein. Was wir schon drin haben, das ist irgendein Ganzkörper-Outfit. Ich glaube, das ist von irgendeinem Job oder so. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr so ganz sicher. Aber who the fuck ist die Schminke? Und ich finde, so ein, ganz ehrlich, so ein Look, den gibt's schon. Sowas haben wir schon in Genshin, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in Sims. Das ist für mich jetzt nichts Außergewöhnliches. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht bin ich auch einfach zu krass eingestellt. Hier haben wir nochmal eine Kombination. Ja. Ist okay, wenn man ein bisschen auf Blade spielt, steht und so ein bisschen. Das ist übrigens der Mantel, den ich actually auch gut fand. Das war das einzige Piece, wo ich gesagt habe von dem Leaks, dass ich das schau finde. Aber erinnert mich tatsächlich auch an den Mantel. Also, was das mit Gothic zu tun hat, weiß ich nicht. Es könnte auch perfekt aus dem. Sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Hätte ein perfekt sein können, wo ist denn das hier? Entweder aus dem Star Wars-Theme, ist es genauso, jetzt nur ohne Mütze tatsächlich. Finde ich, ähnelt sich so sehr. Und dann finde ich, wo ist denn der? Der Mantel aus hier. Den hier. Das erinnert mich total an das Werwolfs-Ding. Ja. Finde ich, ist jetzt nichts. Oder hätte auch gut aus dem Magie-Pack oder so passen können. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde, ja, gehe ich mit. Die ist einweg, die ist halbwegs okay. Finde ich gut. Aber. Ja, das hätte für mich alles in andere Packs reinpassen können. Oder auch zu dem Vampir-Pack hätte das auch super, super gepasst. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir sowas hier auch Magie. Guck mal, das ist für mich jetzt nicht so ein großer Unterschied. Wenn ich das jetzt hier alles in Schwarz filter, dann hätte das locker damit reinpassen können. Also ist, oder auch zu dem Star Wars Pack so teilweise. Wo ich mir so denke, so, yo, okay, das ist hier genauso wie mit der Schnalle. Klar, wir haben jetzt keine Schnallen auf den Hosen drauf. Obviously. Aber finde ich. Mal gucken, ob ich das Outfit finde, was ich meine. Dieses schwarze. Ist es das hier? Nee. Das ist es nicht. Das ist es nicht, was mich so dran, krass dran erinnert. Aber hier, wenn wir diese Jobs haben, da zum Beispiel das hier, erinnert mich übelst krass daran. Und sonst, nee, ist sonst mein ganzes CC hier drin, ne? Ja, aber schauen wir uns einfach mal die Hosen im Detail an. Jetzt haben wir uns das hier ja angeguckt. Können wir mal eben die Schminke da aus dem Gesicht rausmachen? Die finde ich ja furchtbar. Haben wir eigentlich noch mehr Schminke bekommen? Haben wir einen Hut? Wenn ich jetzt nach dem Pack hier gucke. Nö, haben wir nichts bekommen. Haare? Haben wir neue Haare bekommen? Stimmt nicht. Nee. Warum auch? Accessoires? Oh, hier haben wir neue Accessoires bekommen. Das ist schon mal gut.
Die Ohrringe sind es, ne? Die er schon drin hat, weil wir ja das Ding haben hier, was er... Ja, ach nee, und eine Kette haben wir bekommen, okay. Die Kette gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten. Ja, die Ohrringe sind jetzt auch nicht so der Knaller, finde ich. Also ist mein persönlicher Geschmack, finde ich jetzt nicht so, wo ich sage, okay, aber gut. Und dann haben wir eben hier Schminke. Das können wir uns nochmal angucken. Und da ist für mich auch mit einer der größten Kritikpunkte, sage ich ganz ehrlich, nee, nicht das Unterwäschenset, sondern das Gothic-Set, weil ich halt der Meinung bin, wenn ich einen Lippenstift reinbringe, ja? Wir bringen einen neuen Lippenstift rein. Wo ist denn der hier von dem Gothic-Set? Eigentlich haben die auch gesagt, dass wir ein neues Lippenstift bekommen, oder? Achso, wenn ich einen Lippenstift habe, ja, okay, ich habe hier, aber trotzdem auch bei den ganz anderen Lippenstifts, habe ich hier die Möglichkeit, ja, an den Rad zu drehen. Warum geben sie uns nochmal einen schwarzen Lippenstift? Who the fuck, was ist da los? Ja, aber das kann ich ja auch mit den anderen Sachen, mein Chat schreibt gerade, ja, ein schwarzer Lippenstift ist eigentlich ein Muss. Richtig, aber wir haben ja schon durch die Farbswatches, die ich machen kann, einen schwarzen Lippenstift. Finde ich jetzt jetzt nichts, wo ich sage, okay, gut, brauche ich unbedingt. Dann haben wir das hier, ja, gibt verschiedene Varianten hiervon, dass es nochmal ein bisschen dunkler geschminkt haben kann, aber das bin ich auch der Meinung, gibt es vorher auch schon. Hier, guck mal, da, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber hier, finde ich actually überbeflüssig. Auch hier bei den Lippenstift. Wenn ich jetzt auf den Lippenstift gehe, hier. Ich mach jetzt mal hier diesen Gothic-Style raus. So. Wir haben sogar hier bei Vampire kannst du hin und her schieben. Wenn du hier bei Magier, wenn ich das jetzt hier hin und her swatche, komme ich bestimmt auch irgendwann hier auf schwarz. Oder hier sowas. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Ich habe auch viel CC drin, aber ja, ist so... Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig! Aber was hat er denn eigentlich hier so unter den Augen? Was ist das hier? Was ist das? Ist das eine Augenform? Warum habe ich das im Gesicht? Ach, hier. Ah, das ist der... Ach so, das ist der männliche Schmuck. Ach so. Okay. Das ist, wenn ich... Ah, okay. Okay. Okay, 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 okay. Ja. I see, I see, I see, I see. Ja. Gut. Gucken wir uns mal die hübschen Hosen an. Die Hosen. Die Hosen zu diesem Bré hier. Ich glaube, es wird ein langes Video und ich glaube, es wird ein sehr kritikfähiges Video. So, das sind unsere drei Hosen, die wir bekommen haben. Ja. Ich weiß nicht, warum die im Moment auf diesem Baggy-Style stehen. Also ich habe das Gefühl, dass EA generell alles in so Baggy rausbringt. Ich weiß nicht. Ich verstehe, also wirklich Leute, ich verstehe diesen rosa Farbswatch nicht. Ich verstehe das Rosa da drinnen nicht. Ich würde gerne mal den Gedankengang wissen, warum EA sich da ausgemalt hat. Okay, wir machen jetzt einen rosanen Gothic. Was ist deren Intention dahinter? Was ist... Ich... Also die Hosen gefallen mir alle gar nicht. Also mein Geschmack treffen sie alle drei nicht. Ich finde... Nee. Vielleicht liegt es auch daran, dass der junge Bub hier ein bisschen dünn ist. Ich mach den mal ein bisschen breiter. Aber... Also das ist die einzige Hose, wo ich sage, okay. Aber das hätte auch von diesen Mustern ins Magie-Pack reinpassen können. Das hätte auch wunderbar ins Vampir-Pack reinpassen können. Also, und das hier hätte, weiß ich nicht, Traumschiff Surprise. Ja, ein Pastellgoth. Ja, ich glaube auch, dass das ein Pastellgoth ist, der gerade von Raumschiff Surprise angeflogen kommt. So, also, weiß ich nicht. Na? Weiß ich nicht. Also, schwierig, schwierig.
Hier haben wir neue Dings. Wir haben Handschuhe bekommen. Natürlich, sicherlich auch in Rosa. Ja. Oh. Und, ah, okay. Wir haben sogar einen regenbogenfarbigen Strassstein-Armband. Okay. Ja. Muss man mögen, ne? Also, muss man, glaube ich, mögen. So, wir können ihnen dann auch ein schönes Oberteil geben, was passend dazu ist. Zum Gothic-Look. Ich würde sagen, das ist unser Gothic-Look, oder? Das ist so ein guter Gothic-Look, oder? Let's go. Und wir haben neue Schuhe. Ich bin der Meinung, so eine Schuhe in der Art hatten wir auch schon. Also ähneln natürlich auch sehr den aus Magie, muss ich sagen. Ist jetzt hier nichts, wenn ich jetzt mir das hier angucke oder auch die aus Batuu. Ist jetzt hier nicht so ein großer Unterschied, muss ich sagen. Das, außer dass sie vielleicht ein bisschen höher sind. Und Ach, guck mal, hier sind auch die. Ey, wir haben gestern Schuhe gesucht, Leute, ne? Guck mal, hier sind sie wieder alle. Die Schuhe haben wir gestern alle gesucht. Die waren hier nicht drin. Hier sind sie. Da. Wir haben gestern wie bekloppt die Schuhe gesucht. Aber also finde ich jetzt nicht. Ja, wir haben ein bisschen mehr Silber da drin, aber gut. Ja. Also. Junge, Junge. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Also. Ey. Oh mein Gott. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt auch die Hose finden. Die Hose, die wir gestern gesucht haben, wie ein Hirni. Vera, bist du da? Wir haben gestern eine Hose gesucht, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sie war in-game nicht mehr zu finden. Sie war in-game nicht mehr zu finden. Wir haben sie gesucht. Wie ein Vieh haben wir sie gesucht. Es ist nur die Frage, welches das. Haben wir hier noch mehr Sachen, die hier neu sind? Oder die abgegradet wurden tatsächlich? Ne, die hatten wir gestern auch schon mit den Pinseln. Ist ja auch an sich so wurscht. Auf jeden Fall haben wir hier unseren Gothic Punk. Ich hoffe, ihr findet das Thema ist gut gelungen. Ja. Hallo, können wir mal hier wieder zurückmachen? Dankeschön. So, gucken wir uns mal die junge Dame an, oder? Was wir hier Schönes Neues haben. Dürfte ja nicht allzu viel sein, im Gegensatz, also dürfte fast das Gleiche sein. Wir machen sie erstmal hier nagelig. Nagelig, 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 nagelig. Dann machen wir sie mal hier nagelig, nagelig. Aare kann sie behalten. Die sind eigentlich actually cute. Hey, hey, die Hose ist bei Werde berühmt. Hallo Cherlidi, schön, dass du da bist. Hallihallo. So, gucken wir uns mal an, was wir hier Schönes finden, oder? Haben wir hier Accessoires? Das dürften ja die gleichen sein, oder? Oh ne, wir haben eine andere Kette hier für die Frauen. Die sie scheint ein bisschen anders zu sein, aber von den Farben her genau gleich. Dann haben wir Brille. Ne, Brille haben wir nicht neu. Ohrringe hatten wir schon. Und so, sonst gibt es nichts Neues, oder? Nö. Nö. Nö, die Ohrringe nur hier. Also jetzt hat sie ja hier gerade die Haare auf dem Kopf. Ah, rechts und links. Können wir ja mal die Glatze lassen. Oha, wie lang das Teil ist. Holy shit. So. Let's go. Dann gucken wir uns Make-up an. Das hatten wir ja schon. Können wir ihr hier eins der neuen geben. Let's go. Gar nicht übertrieben, aber gut. Nehmen wir mal ein bisschen so die Petrolfarben, oder? Liebe ich ja. So. Gucken wir uns die so an. Oha, wie lang ist das Teil? Damit, hallo. Hallo, hallo, Pixel-Stefan. Schön, dass du da bist. Neue Haare haben wir actually, glaube ich, nicht in-game bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Wir machen uns jetzt mal genau das Gegenteil von dem Rocker, unser Gothic
Unser Gothic-Boy, machen wir jetzt mal hier unser Gothic-Girl. So, gucken wir uns mal die Oberteile hier an, die mit neu reinkamen. Also das muss ich tatsächlich sagen, ist actually cool. Sieht nice aus. Mag ich auch, dass es hier unterschiedliche Netzarten drunter gibt. Gefällt mir richtig. Also das gefällt mir schon ein bisschen besser. Aber hätte auch wunderbar ins Vampir-Set mit reinkommen können. Die Jacke ist genau die gleiche wie bei den Boys. Das ist auch das Gleiche. Das ist auch das Gleiche. Das ist ganz cool. Ja, aber ist halt eben. Ja, nichts. Hier ist auch wieder der Hoodie. Und hier hat sie das Oberteil in diesem Rot. Wir gehen mal mit ihr in diesem Rot-Style, okay? So. Dann haben wir Hosen. Gucken wir mal, ob wir da was anderes haben. Da haben wir, glaube ich, Röcke, oder? War das nicht, dass wir da Röcke hatten? Stefan, nicht wundern, ich nehme gerade auf für YouTube, deswegen antworte ich gerade nicht so. Sonst hoffe ich, dass es dir gut geht. Hier haben wir eine Hotpants. Ja. Hier ist die gleiche Hose wie Dings. Ja, die kennen wir. Kennen wir, der Rock. Sowas ähnliches haben wir auch schon in-game. Schwierig. 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 Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin, glaube ich, zu kritisch, was das angeht. Ich bin zu kritisch. Ich glaube, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist halt wirklich, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es mir gar nicht gefällt. So. Ja, sind die gleichen Schuhe. Ja. Können wir sie auch in diesem Rot machen? So, so, so. Ja, ja, ja. Haben wir irgendwelche Kombis hier? Ah, wir haben. Oh, okay. Okay, das ist actually süß. Das, da gebe ich. Das, da gehe ich mit. Das ist cute. Das ist ein süßes Dings, was ich mir schon ein bisschen mehr unter Gothic vorstelle. Ich dachte so, dass es eher so in die Richtung geht, so wie Wednesday, in Anführungsstrichen, mit ein bisschen mehr. Mit ein bisschen mehr Spitze und so weiter und so fort. Das ist cute. Und der Mantel, ja, ist halt eben, ne, wie. Ja, haben wir hier nochmal die Kombination. Ja, ist halt. Ja, ist halt das Gothic-Set, ne? Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er es mag oder nicht. Das ist der Gothic Boy. Finde ich am Thema besser hätte man uns nicht treffen können, hätte man es nicht umsetzen können. Diesen Gothic Boy. Ich finde, das drückt den Goth-Style richtig gut aus. Nein, Quatsch, will jetzt auch hier nichts sagen, aber ja, schauen wir uns nochmal hier diesen vorgefertigten Look an. Hier ist er. Nehmen wir mal den hier. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die beiden Sets sich holt oder nicht. Mir gefällt das Set gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass das tatsächlich sowohl bei dem ersten als auch bei dem anderen einfach nur reine Kopien sind von Sachen, die wir schon haben. Vielleicht haben wir eine Schnalle mehr, vielleicht ist ein Farbswatch ein bisschen besser, aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es nichts. Mir gefallen die Sets nicht. Ich finde, dafür, dass es eine Community-Entscheidung war, die letztes Jahr EA gemacht hat, mit der Community entschieden hat, finde ich das schon ein bisschen eine Frechheit. Und ja, ich bin der Meinung, da hätte man viel, 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 viel mehr rausholen können. Aber, ja. Leider ein Satz mit X, das war wohl nichts. Natürlich könnte jetzt einer sagen, aber warum hast du dir die Sets natürlich geholt? Ich bin Content Creator, ich mache Sims-Videos, also habe ich sie mir natürlich geholt, um euch sie auch vorzustellen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt, ob ihr es jetzt nun feiert oder nicht. Ich persönlich tue es nicht, aber lasst mich gerne in den Kommentaren da, was ihr denkt und was ihr darüber fühlt. Und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion, wie ihr das Ganze finden werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.